kann man sich hier runterfallen lassen. Was ich kurz abchecken möchte, hier ist kein Save Point, alles klar. So, die Frage ist nur, ich habe denen nämlich gesagt. Nein, das gibt es nicht. Und jetzt kann man immer wieder bis dahin spielen, wenn man den Scheißstern nicht kriegt. Ja, ihr habt doch richtig gelitten. Ihr habt doch richtig einen weg in der Galaxie, oder? Ihr habt doch richtig einen weg. Nun gut. Oh, Leute, die wollen mich ärgern. Wir hängen schon voll lange an der Galaxie, fällt mir gerade mal auf. Aber richtig lange hängen wir schon dran. Aber was soll ich machen? Ich kann halt nicht schneller. Ich bin halt der The Biggest Noob von The Biggest Dienst. I'm the Noob of the Dienst. I'm the Noob, 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 Noob. Ja, ich bin ein Noob. Ich bezeichne mich selber als ein Noob. Das ist schön. So, komm jetzt. Hochspringen, stampfen. Hier rüber, schnell hier rüber, stampfen. So, eliminieren. Ja! Dim, 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 Mario! Sauber, den Stern haben wir auch. Endlich die Scheißgalaxie weg. So. Puh, endlich ist sie weg. Ja, das freut mich. Aber ich finde, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich die Farbe der grünen Sterne wesentlich toller und besser aussehen finde als die der gelben. Ja, also die gelben Sterne, die sehen, finde ich, nicht ganz so gut aus. Das sind halt Sterne, aber... Naja, verbesserungswürdig, finde ich. So, da oben, die sieht scheiße aus. Die Galaxie sieht erst recht scheiße aus. Bowser, 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 mit dem Kartoffeln erwisch immer sage, was die Amerikaner haben. Ja, dann, die waren bisher mal ganz lustig. Wir haben jetzt in Englisch so eine Lehrerin aus der UK, ja, aus United Kingdom. Und sie bringt uns auch so ein bisschen Englisch bei. Sie muss hier irgendwas machen, keine Ahnung, was sie hier macht. Sie guckt sich irgendwie den deutschen Unterricht an, um da noch was von zu lernen. Ich weiß es nicht, fragt mich nicht. Und wir haben heute, ich war in der Gruppe, wo sie dabei war. Und wir mussten auf Englisch ein Hotel buchen, ne? Also so nach dem Motto hier, es ging darum... Jetzt sind bald Holidays, vielleicht fliegt ihr in ein Land, wo Englisch gesprochen wird und da muss man sich natürlich auskennen, wenn man ein Hotel buchen will. Vor allem, weil die Ferien ja bei uns in einer Woche sind. Also, Moment, wenn das hochgeladen ist, sind die Ferien schon? Ja, sind die, wenn überhaupt, dann in zwei paar Tagen noch. Nun gut, auf jeden Fall, wenn man das jetzt auf... Nee, Moment, zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, ist in einer Woche Ferien. Ey, scheiß Kalle! So, das heißt, wenn man jetzt noch nicht gebucht hat, warum kann ich denn, ich kann den Stern nicht sehen, weil die fucking Kamera nicht läuft. Endlich. Boah, hat die irgendwie extrem Zoom, die geht extrem schnell. Ja, jetzt habe ich den ersten schon verpasst, weil ich mit der Kamera einfach mich nicht umgucken kann. Ja, und jetzt. Wow! So. Ja. Obwohl, warte mal. Ich muss doch gucken. Ja, war ja ein geiler Plan. Du hast es ja voll drauf. Geil. Bim. Ach so, jetzt erwacht er erst wieder zum Leben. Ja, komm, verzieh dich. Mein Gott, was macht ihr denn da jetzt? Komm. Warum kann... Ich will die Kamera einsetzen. Da oben ist irgendwo ein Stern, aber... Ich will mich jetzt erst umgucken. Das ist doch nicht wahr. Man kann sich hier null umgucken, oder was? Also, das sollten sie beim nächsten Mario-Spiel unbedingt fixen hier, damit man... Ja, ich habe eine Vermutung... Nein... Oh. Ich habe eine Vermutung, wo er sein könnte. Und zwar da auf dem Ding. Das sieht mir auch ganz danach aus. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, da ist er. Ja. Wie geil ist das denn? Da oben ist er drauf. Wir haben ihn zumindest schon mal gefunden, was schon mal wirklich ein Fortschritt ist. Aber das ist ja so behindert, die mit der Kamera. Ja, genau. Nein, du kriegst mich nicht, du Scheiß. Knochentrocken heißen ja. Ich finde Knochentrocken aber recht cool. Ich bin dem auch mal eine Zeit lang bei Mario Kart gefahren. Ja, da fragen auch viele, wann kommt denn wieder Mario Kart? Keine Ahnung, Leute. Im Moment
habe ich da nicht so den Drang zu, da zu zocken. Und das macht... Komm, geh doch einfach nach Hause. Lass es sein, das Spiel... Vergiss das Spiel einfach, du konntest das noch nie. Gib es einfach... So, jetzt habe ich... Boah! Help me! Oh. So. Ja! Dim, 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 Mario! Sauber, den Stern haben wir also auch und damit haben wir den Soll für diesen Part schon erreicht. Obwohl ich glaube, dass wir in dem letzten Part den Soll leider nicht erreicht haben. Naja gut, haben wir jetzt hier wieder erreicht. Wir haben ja genug Puffer, also... Ich habe ja einige Sterne geholt. Ich glaube, kurzzeitig hat es sogar mal dafür gereicht, dass wir 3 Sterne pro Part hatten. 3 Sterne-Schnitt pro Part und das ist schon viel. Also 3 Sterne pro Part, finde ich, ist schon eine Menge. Mit Suchen eine Viertelstunde... Oh Gott, mit Labern, das ist schon einiges. Ich kann halt gar nicht glauben, dass wir schon 200 Sterne haben, Leute. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Spiel so weit durchsuchte. Ohne Witz. Ich habe gedacht, nach den grünen Sternen habe ich keinen Bock mehr, dann höre ich auf. Aber dann, ja, habe ich auch erstmal keine Lust mehr gehabt. Und dann macht der Extreme Gamer 94, bei dem ihr im Übrigen auch mal vorbeigucken könnt. Mal auch gute Let's Plays. Ja, der sagt dann, hier, ich habe ein Best-of für dich gemacht. Guck dir das mal an und könntest du das hochladen bei dir. So, ja klar, kann ich machen. Ich gucke mir das Best-of an und denke, mein Gott, das Spiel ist schon einfach Epicness pur. Und da habe ich mir gedacht, da muss ein TT-Failer mal wieder ran und muss zeigen, wie man die grünen Sterne mit Sicherheit nicht am vorteilhaftesten holt. So, weil ich gerade auch wieder unter... Mein Gott. Nein, gewonnen von Kamek, leider nein. Diese Scheißhexe hat es mal wieder geschafft, mich dermaßen aufzuregen, so dass ich sie jetzt gleich eiskalt stellen werde. Ich sag euch, diese Hexe, die lebt nicht mehr lange. Ich merke schon wieder, wie ich Aggression kriege. Das Schlimme ist, hier ist auch schon wieder warm. Und wenn warm ist, kennt ihr das? Also ganz schlimm, Leute, bei mir ganz schlimm, ganz mies bin ich drauf, wenn folgende Situation eintritt. Es ist sauwarm. Also sauwarm, gehen wir von 30 Grad. 26 bis 38, 38, ne? Junge, du lebst nicht in der Sahara, ist dir schon bewusst. 26 bis 28 Grad im Zimmer. Ja? Mein Gott! Also so viel im Zimmer, dann habe ich Hunger. Und dann spiele ich noch dieses Spiel. Dann sind die Aggressionen so weit oben, weil, boah, dann werde ich wirklich aggressiv. Wenn mir warm ist und ich nichts zu essen habe, dann... Scheiße! Ist schlimm! So, was ist denn jetzt hier? Ich höre den Stern nicht. Wo ist der denn, der nächste? Komm. Ach stimmt, das war ja mit Wasser. Ich höre den aber schon wieder. Hört ihr den auch? Ja, solange er im Wasser ist, kann er ja nicht so schwer sein. Aber ist bestimmt nicht im Wasser. Ich hab schon wieder verpasst, wetten. Komm, wir kommen vor dem Fisch. Sauber. Hier kommen noch die alten Kaizo-Qualitäten durch. Ey, sollst du nicht wegschieben? Nun gut, Star. Wo bist du? You are my country. Wow, DTF. Oh oh. Bams. Und wir gehen hier hoch und stampfen ihn tot. Sauber. Ja, wo ist sie denn jetzt? Hier höre ich schon wieder nichts. Egal, wir machen ihn nochmal platt. Wow. Oh, bam. Tschüss. Also, das heißt, ich habe ihn gesehen. Nicht da eben? Was ist denn da oben eigentlich? Guck mal da oben. Oh nein, die Mayas kommen. Wo muss er hier sein? Und wieder kann man... Ah, der ist über mir. Seht ihr das? Da ist er. Ist über mir. Okay, wie kommen wir da hin? Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das. Komm ich da oben? Okay. Folgendes. Ein Dreiersprung. Okay, never ever. Da kommen wir nicht mit dem Dreiersprung hoch. Das heißt, wir müssen irgendwie da hochkommen. Frage an euch ist, wie kommen wir da hoch? Aber nicht schreiben, weil ich werde es gleich bestimmt selbst herausfinden. So.
Nee, ich muss eine noch höher springen. Das heißt von ganz hier. So. Hä? Aber da ist doch nichts zum Festhalten. Hm, das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Oh mein Gott, und er spielt hier wieder Faxen. So, komm schon. Jetzt rennen. Nein! It was knapp! Knapp as well. Wie geht denn das? Man muss ja auch irgendwie da oben an den Pilz kommen, ne? Oh mein Gott! Geh da ran, Mario! Ne, das kann auch keine Lösung sein. Okay, gucken wir uns das Ganze nochmal von innen an. Da kommt man doch bestimmt irgendwie hoch. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass man da nicht hochkommt. In Mario ist da alles möglich, da kommt man locker irgendwie hoch. Die Frage ist nur wie. So, das werden wir jetzt bestimmt beantworten gleich. Man muss da hochkommen, ich sah es euch. Kommt da irgendwie hoch. So, also. Oh oh. Wait, wait, fuck. Also. Wie kommt man da hoch? Hier schon mal nicht. Ja, davor ist er. Nee. Ach, hier kommt man tatsächlich nicht hoch? Wieso kommt man denn da nicht hoch? Ja, wir nehmen jetzt mal die Abkürzung. So. Das ist die TT-Abkürzung. Nur mal so zur Info, jetzt wisst ihr auch Bescheid, was meine Abkürzungen so beinhalten. Ja, wohl oder übel müssen wir mit einem Sprung da hoch. Die Frage ist wirklich nur wie. Mit welchem Sprung kommen wir da am geschicktesten hoch? So, und das ist das, was mir noch ein Rätsel ist. Ah, ich habe ihn kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen, wenn der mir jetzt wieder Schaden gibt, ne, dann raste ich aber aus. Diese verdammten Monster. Ja, wie komme ich hier hoch? Ja, Leute, es ist mir ein Rätsel irgendwo, wie man da hochkommt, wenn ich ehrlich bin. Hier haben wir ja auch nichts, ne? Nee, hier ist auch schon zu weit. Ist locker zu weit. Irgendwie muss man ja da oben an den grünen Pilz kommen, aber die Frage ist halt wie. Ist bestimmt hier irgendwie mit so einem Sprung, das geht. Wenn ich jetzt den Pilz haben wollen hätte würden. Ja, den krieg ich da auch. Das heißt, das muss gehen. Man muss wahrscheinlich wirklich nur... Naja, obwohl da fehlt zu viel für ein perfektes Timing. Selbst wenn das Timing perfekt ist, reicht es noch lange nicht. Das reicht einfach nicht. Ich müsste ansonsten... Quer mit so einem Querbalken? Never. Geht doch gar nicht. Wäre jetzt aber das noch, was mir einfallen würde, aber das schaffe ich doch nie. Okay, tut mir leid, aber Spielberater ist dran. Ich meine, da jetzt nachzugucken, wie man da rankommt, ist was anderes, finde ich, als jetzt noch 8 Stunden zu probieren, weil schaffen werden wir das eh nicht. Der zweite grüne Stern ist hoch über diesem... ne? Nein! Ich hab's kaputt gemacht! Ja, wir können den gar nicht holen, Leute. Ja, und da wäre ich niemals drauf gekommen, hätte ich jetzt nicht nachgeguckt. Weil, ihr werdet sehen, guckt mal, ich habe den Fragezeichenblock zerstört. Aber wenn der Fragezeichenblock hier ist, dann sollte man da relativ locker drankommen. Ja, das ist natürlich kacke, wenn man den kaputt macht. Ja, sagst du, das klappt immer noch nicht. Die sagen, man soll mit Rückwärtssalto machen. Toll. Doch, müsste klappen. Ich habe den verfehlt, glaube ich.
Komm jetzt! Was ist denn mit dir, Junge? Boah, regt er mich auf! Nimm den doch mit! Boah, was ist denn mit dem schon wieder? I get aggressions! Wie soll der Kack gehen? Drückverzeihung, wirken sie hier rum, ihn einzusacken, ja. Ich sack dir gleich den Stern mal in dein...